Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Story von Saw the Video Game. Man muss nicht unbedingt die ganze Saw-Reihe kennen, denn das Ganze hier basiert auf den Ereignissen nach dem ersten Teil. Es ist also sinnvoll, wenn man Saw 1 kennt. Die anderen Filme kann man hier getrost weglassen. Wir legen jetzt los mit Saw 1. Im Anschluss darauf werden wir dann natürlich auch Saw 2 sehen. Na, das fängt ja schon mal großartig an. Okay, drehen, drehen, drehen. Eine verdammte Bärenfalle im Gesicht. Klingt irgendwie angenehmer, als es wirklich ist. Na komm schon, Baby. Der Finger muss in die Lasche. Und jetzt runter damit. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Hui. Where are you, Jigsaw? I won't play your game. I won't! Erstmal so ein Schreianfall. Gut, da wären wir. Mitten in seinem Spiel. Und natürlich mal wieder in so einem traditionellen Badezimmer mit einer kleinen Säge da drüben. Okay, was haben wir hier? Ein Puzzleteil am Boden. Und ein Spiegel. Ah, hier drüben die Türen. So, die 4. Ich denke mal, hier sehen wir eine 3. Und hier drüben, das könnte eine 1 sein. Moment, mal hier hin. 3 und 7. Ich denke, es ist eine 7. Eine 7 oder eine 1. Alles klar, legen wir los. Hier war eine 4. Das war definitiv eine 3. Und jetzt testen wir hier mal die 1. Nee, keine 1. Dann muss es die 7 sein. Na also, schon bin ich raus. Schon habe ich gewonnen. Jigsaw. Kein Herausforderer gegen mich. Also die Grafik sieht eigentlich noch ziemlich gut aus, finde ich. Dafür, dass das Spiel schon wieder so einige Jahre auf dem Buckel hat. Alles klar, hier sind noch andere. Hallo? Ja, hallo! Ich habe eine tote Ratte gefunden. Dinner! Escaping this room will require teamwork. Activating the panel will open both doors. Detective Tapp, you must first find the object in the toilets to unlock the panel. As for the toilet, I've gathered refuse from the obsessions of drug addicts. Now, Detective, dig through others' discarded trash as you forced others to dig through yours. If either one of you fails in your task, the bombs in this room will detonate. I suggest you hurry. Okay, Kumpel, Teamwork. Toilette, Toilette, Toilette. No
Na, komm schon. Alles klar, wir sitzen in der Falle. Das weiß ich auch. Na gut. Reingreifen. Oh, das ist ja widerlich. Au! Nimm es, nimm es, nimm es. Hab ich's oder... Ich weiß es nicht. Hab ich's gefunden? Eine Minute noch. Ja, Strom ist mein Freund. Hui. Und der hier geht einfach. Werden wir ihn jemals wiedersehen? Wir können ja mal noch hier drüben hingehen. Okay, die Dinger hier sind leer. Yep, alle leer. Tja, soll ich nochmal meine Hand reinstecken? War so angenehm. So eine kleine Massage hier. Ich hoffe, niemand war krank. Are you barefoot? Oh, shit luck. Getting across that glass is gonna hurt. You aren't getting my shoes. Alles klar, wir müssen ihn totschlagen, damit wir seine verdammten Schuhe bekommen. Nackte Füße. Irgendwie richtig übel, wenn man mal drüber nachdenkt. Einfach nur jemanden die Schuhe klauen und überall Glas hinlegen. Und schon hat er ein richtiges Problem. Okay, hier drüben war dieser Bombenraum. Die Tür ist zu. Alles klar, wir müssen definitiv hier so ein bisschen auf den Boden achten. Ich will seine Schuhe. So, was haben wir hier? Es werde Licht. Ein Feuerzeug. Klassisch. Wie viele Menschen rennen hier rum? Ich will gar nicht wissen, wo ich bin. Rote Lichter. Rote Lichter sind immer gefährlich. Wo genau sind wir denn? Es sieht aus wie ein Krankenhaus oder wie eine Anstalt. Also, hier ist Ende. Und hier ist jemand gestorben. Ich? Moment, das ist eine Lüge. Ich habe gar nichts. Nicht mal Schuhe. Oh, was macht der denn? Was ist hier los? Was ist hier los? Wow! Der Mann mit der eisernen Maske. Hat der eben gerade voll den Leo gemacht? Wir machen hier mal zu. Man weiß ja nie, wer noch kommt. Some never appreciate life until they have to work to save their own. They go from cradle to grave, expecting the world to give them everything. I show them the possibility of death and the sacrifices they have to make to stay alive. We will see what sacrifices you will make when the time comes. Was haben wir hier drüben? Wir kommen hier lebend wieder raus. Wo der Mann hier immer diese Räumlichkeiten hernimmt. Bei dem wird's wirklich nie langweilig. Alles klar. Ja, wir sind hier auf jeden Fall in irgendeiner Anstalt. Was war das? Eine Fallakte im Müll. 3. April 1885. Wie kann ich es runterlenken? Ah, so. Also wer das lesen möchte, kann es jetzt ganz gerne lesen. Immer hier bei diesen Akten werde ich einmal so ganz langsam durchscrollen und man kann ja jederzeit Pause drücken. Naja, die Türen hier, die gehen immer wieder zu. Und Trophäen bekommen wir hier ohne Ende. Ist er noch am Leben? Leiche durchsuchen. Gesundheit. Eine Spritze. Und ein Tonband. Detective Tapp will be here soon. This is the first victim of his obsession. He should be able to hear her, but she is drugged. Tapp knows how the game works and what will happen if he does not release her in time. Hide the key to
Okay, mein Gefühl sagt mir, wir müssen die junge Frau da unten retten. Alles klar, Mädchen, durchhalten, durchhalten. Ah! What are you doing? Sorry, buddy. This is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick, though, if I was you. Okay, Freunde, die drehen alle durch. Dann Rohr. Wie hau ich zu? Wie hau ich zu? Alles klar. L2 halten. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Und blocken. So blocken wir. Und so hauen wir zu. Boah, ist das langsam. What? Ich hab keinen Schlüssel, verflucht. Wer zählt denn so ein Mist? Also langsam wäre es ganz gut, wenn ich zuhauen würde. Alles klar. Hui. Wir hauen extrem langsam zu. No! You said you'd free me if I brought him here. My game is over. Oh! Holy shit! Okay, das Ganze hier wird auf jeden Fall extrem blutig. Moment mal. Was zur Hölle? Der Mann sucht einen Schlüssel und hat die ganze Zeit einen Schlüssel? Na gut, wir sind hier in der Nervenheilanstalt. Muss man das erklären? Ich denke nicht. Notizen. Kommen wir hier rein? Die Tür ist zu. Wer ist der Killer? Mann, die Dinger hier drüben sind richtig mies. Moment, wie komme ich jetzt an seine Schuhe ran? Ah, wieder jede Menge Glas. Ich bleib mal hier drüben auf der Seite. Schrotflintentüren. Nice. Haben wir eben gerade gesehen in Aktion. Wow. Und hier drüben ist einer, oder wie? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Also an seiner Stelle würde ich jetzt hier oben diese Flinte abmontieren und mitnehmen. Denn die müsste ja auch so funktionieren. Bandagen, sehr gut. Also, Bandagen verwenden wir direkt. Und die Spritzen, die können wir selber drücken. Um meine perverse Drogensucht hier zu befriedigen. Kann man hier rein? Blut. Nichts gefunden. Das Zuhauen ist extrem langsam. Ich will mal hier so einen schweren Schlag machen. Da brauchst du ja ewig. Ja, bis dahin hast du den Kampf verloren. Oh nee. Och nee, jetzt so eine Schlüsselnummer. Ich habe einen Nagel gefunden. Okay, wir müssen den Schlüssel aus uns herausholen, ohne uns dabei umzubringen. Wie mache ich das mit so einem Nagel hier drüben? Kann man irgendwo in sein Waffenarsenal? Oh nee, ich kann hier nichts auswählen. Ah, ja. Okay, okay, okay. Okay. Dafür brauchen wir die Dinger. Schlösser knacken. So. Hier können wir auswählen. Und hier können wir dementsprechend drehen. Und ich denke mal, wir müssen immer wieder hier das Ganze passend finden. Alles klar, wir fangen mal hier an. Denn hier habe ich ja nur eine Option. Und zwar muss es so sein. Moment, es gibt keinen Sinn. Es muss so sein. Dann... Uah, die Steuerung hier ist ein bisschen schwierig. Dann so. Und... Jetzt so rum. Und... So rum. Und... So rum.
Da bin ich drin. Gewaltsames Eindringen. Also wer Trophäen haben will, wer die Dinger sammelt, sollte unbedingt das Spiel hier spielen. Denn hier gibt es anscheinend Trophäen ohne Ende. Oh, verflucht noch eins. Aber den Raum hier kennen wir auch. Also wer Saw 1 gesehen hat, sollte ihn kennen. Tonband? Not all my subjects protest their games, such as you, Detective. Some seek purpose and to be tested. Some even create their own tests. Und was haben wir hier drüben noch? Irgend so eine Fallakte zum Lesen? Na, gib mal her. Okay, ich denke, hier wird uns auf jeden Fall einiges Krankes noch erwarten. So, ruhig. Die Tür ist zu von der anderen Seite. Tagebuchseiten eines Kindes. Rose. Kinderlähmung. Die eiserne Lunge. Okay, das hier müssen aber wirklich uralte Nachrichten sein, denn... Oh, hier drüben sehen wir sie. Diese eiserne Lunge. Weil die Dinger sind natürlich nicht mehr aktuell. Und mittlerweile wird man ja auch geimpft gegen Kinderlähmung, soweit ich weiß. Ich wurde es auf jeden Fall. Erstmal hier schön die Füße waschen. Ich bin wahrscheinlich in Dinge getreten, das niemand wissen will. Alles klar, hier ist nichts drin. Oder? Nee. Aber hier drüben ist irgendwas Derbes wieder. Oh nee, jetzt liegen hier Leichen rum. Irgendwelche Männer. Boah, will ich da rein? Will ich da wirklich rein? Oh, nee, 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 nee. Hui. Okay, der Schlüssel zum Überleben liegt im Inneren. Aber die Tür ist zu. Der Mann mag Schlüssel. Okay, die Dinger hier können wir zerstören. Hier brauche ich wieder so eine Sicherung. Was haben wir hier drüben? Eine Fallakte. Okay, das ganze Gebäude hier zerfällt. Na dann. Hauen wir mal zu. Ah. Quetschen. Eine Sicherung gefunden. Boah, ich wette, jetzt passiert irgendwas. Oder? Ich weiß nicht. Der Weg zurück ist immer schlimm. Alles klar, ging nochmal gut. Und jetzt müssen wir hier rein. Spannung.